Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild mit den Simon und wir sind mitten im Kampf. Womit kämpfen wir? Ist die erste Frage, die sich ein Krieger stellt und ich werde hiermit kämpfen. Sind die eigentlich One-Shot, egal was ich mache? Kann eigentlich sehr gut sein, gell? Oh, lol. Sie ist ein bisschen dangerous. Ach du Scheiße. Was machst du denn jetzt hier? Moblin-Knochen. Meine Waffentasche ist voll. Ja, war interessant der Kampf. Ging auf jeden Fall schnell. Leer als gedacht. Wir wollten den Tempel machen, genau. Ja, der soll weggehen. Wie selten ich ein Pferd benutzt habe, tatsächlich. Alter, guckt euch die Schweine da an. Wow. Toll. ach, scheiße, wo ist denn? Tasche. Ach, das ist ja die Tasche. Ach. Muss hin und her scrollen noch. So, 3. Sollte reichen. Da hinten ist ein Typ versteckt. Ja, ja, mach dir mal. Schwing dir mal deine Keule. Ich mach den Tempel hier. Oh, der ist sogar ein bisschen vereist. Shatavar-Schrein. So, schön Anfang der Folge. Schön erstmal einen richtig geilen Tempel machen. So, wie war euer Tag heute? Komm, schreibt mal in die Kommentare, wie euer Tag heute war. Einfach nur so. Wann schaut ihr das? Das interessiert mich gerade wirklich. Wann schaut ihr den Simon? So, nach der Schule oder nach der Arbeit oder wenn ihr halt abends irgendwie frei habt, dann eher irgendwie noch eine geile Folge reinziehen. Würde mich echt mal interessieren. Und wie schaut ihr das? Auf dem Laptop? Auf dem Handy? Schaut ihr das auf dem Handy? Das ist so interessant. Ich schaue manchmal auch auf dem Handy, aber nur irgendwie selten. Am liebsten schaue ich halt irgendwie hier auf meinem Sofa einfach ganz normal YouTube. Was ist das hier? Ein Lufttempel? Okay. Da ist ein Gegner. Und da ist ein toter Gegner. Rubine. Ich habe auch kaum Rubine mehr. Gönnt ihr euch immer Chips, wenn ihr YouTube schaut? Oder lasst ihr es beim YouTube schauen, irgendwas zu essen oder sowas? Gibt es ja auch Leute. Ich zum Beispiel, wenn ich mir Serien oder Animes anschaue, dann esse ich nichts. Finde ich irgendwie mega nervig. Außer es sind halt solche Serien, die halt nicht so tiefgründig und alles sind, so. Keine Ahnung, bei Animes zum Beispiel, wenn ich mir da irgendwie so... Ja, oder wenn ich mir so eine Serie wie Family Guy angucke, da kann man schon auf jeden Fall was bei snacken. Am liebsten Datteln, Alter. Ich finde Datteln mega geil. Ich habe so eine richtige Liebe für Datteln entdeckt. Sind halt auch richtig geil einfach nur. Okay, da hinten komme ich nicht auf einmal hin. Da oben auch nicht. Ich brauche mehr Power! Diese Röhre, Alter, wie dick die ist. Oder wie lang die ist, nicht wie dick. Okay, ist da. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Versteckt. Tja, cool. Das war der ganze Tempel? Na, okay, es gibt halt noch die Truhe, ne? Komme ich da einfach so hin? Oh ja, das sollte gehen. Ist aber eine Punktlandung. Ja. Geht aber ganz gut mit dem Controller. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe so viele Ritterbögen. Sind das dafür die besten Bögen? Alter, habe ich viele Ritterbögen. Der ist zum Ranzoomen, ne? Werfen wir den weg. Ah, wobei, 25. Nee, komm, scheiß auf den Bogen. Wir scheißen auf den Bogen. So, zack. Und dann das Geheimnis nochmal. Oh, 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 oh. Das war knapp. So. Und da haben wir schon unsere Zeichen wieder verdient. Okay. Cool. Es war ein bisschen tricky. War, was heißt ein bisschen? War halt. Ich hätte auch länger brauchen können. Ich habe es dann doch schon sehr schnell erfahren, wo das Geheimnis ist.
Aber ich kann mir vorstellen, dass zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich da hingekommen wäre, dass ich schon verwirrter gewesen bin, weil ich bin oft sehr verwirrt und offensichtliche Sachen sind dann doch schon manchmal schwer für mich, wie zum Beispiel das bei den Feuerboss, also bei den Boss von den Goronen, bei den Echsen-Tempel, ich weiß nicht, wie dieser Boss hieß, der dieses Einsaugen gemacht hat, dass man dann eine Bombe hinschmeißen muss. Da war ich ein bisschen doof, muss ich im Nachhinein sagen. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Flugplatz oder whatever. Guck mal, das ist sogar ein See. Ist der eingefroren? Oh nee, es ist ein heißer See, oder? Flugplatz. Aha, und deshalb kann man hier so gut fliegen. Alter, sieht aus nach einem lustigen Minispiel. Okay, gehen wir da oben mal hin. Boah, hier richtig chillig warm. Oh, ein Bogen. Holzpfeile. Was ist das für ein Bogen? Schwalbenbogen, 26. Tja, ich habe zu wenig Platz. Und ich werde einen hiervon wegschmeißen. Am besten den ich gerade benutze. Der hat wahrscheinlich schon am meisten Schaden abbekommen. Schwalbenbogen, was kann der? Komm, zeig mir das mal an. Falkenbogen. Verbreiteter Bogen beim Volk der Orni. Der hat 9. Warte, was? Okay, dann benutze ich den jetzt für die Challenge hier. So, und da ist der Typ, der seine Familie verlässt hat. Der hat Frau und Kinder da. Und der geht einfach. Und meine, er hat den gesagt, wo er ist, aber. Hm? Teba, Krieger der Orni. Weiße Federn hat er. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Du siehst mega beschäftigt aus. Am richtig am Chillen. Okay, dann gehen wir wieder. Und retten die Welt halt eben nicht. Mhm. Willst du irgendwas von mir? Das Ding ist halt das erste synchronisiert und jetzt ist der nicht synchronisiert. Das ist halt so eine Geldsparerei. Ich helfe dir. Mhm. Helfen willst du mir? Bei was denn? Warmedo. Moment mal. Du, ein Fremder, weißt du, Warmedo hat dich der Häuptling hergeschickt. Oder meine Frau. Noch schlimmer. Dann weißt du wohl auch, wer ich bin. Ich bin Teba. Wie lautet dein Name, Fremder? Ich bin Link. Link, den Namen habe ich doch schon mal gehört. War ja nur der Recke. Also, Link. Wenn du beim Häuptling warst, hattet ihr wohl aufgetragen, mich wieder zurück zum Dorf zu bringen, oder? Richtig. Typisch, der Häuptling traut auch wirklich jeden Fremden sofort. Hey, was soll das heißen? Und sicher wollte er von dir, bevor Medo mich erwischt, bla bla bla. Mich leider enttäuscht, ich habe keine Absicht von meinem Plan abzudrücken. Ich bin ein Orni-Krieger. Ich kann nicht einfach abhauen, nachdem es ein Freund erwischt hat. Ich kehre nur unter einer Voraussetzung wieder ins Dorf zurück. Und zwar, wenn Wado verstummt vom Himmel verschwunden ist. Naja, das wird wahrscheinlich nicht sein, weil wir ihn ja auf unsere Seite bringen. Und dann ist er nicht mehr verstummt, sondern er kämpft für uns. Ich werde ihn vernichten, bla bla bla. Weiß ich doch. Du weißt schon Bescheid? Ha! Sie haben dir also erzählt, was für ein Typ ich bin. So ein harter. Aber der Häuptling hat mir erzählt, Warmedo aufzuhalten, muss man in sein Inneres eindringen. Sag bloß, du weißt, wie man in Mado hineingelangt. Du hast also nicht nur keine Flügel, sondern auch keine Ahnung. Dann hör mir mal gut zu. Das war nice. Sondern auch keine Ahnung. Nur einer der 5 Recken kann das Tor des Titan öffnen. Und diese Recken sind alle vor 100 Jahren krepiert. Alter. Das ist ein krasses Wort, das mit Zelda benutzt wird. Krepiert. Ganon hat sie umgebracht. Ja, ist ja gut. Aber egal, selbst wenn du Medo betreten könntest, wenn man sich Titan einfach so nähert, wird man leichte Beute für seine Geschütze. Scheiße, ich wollte mir noch Bomben kaufen, Bombenpfeile. Deshalb werde ich dich zuerst testen. In diesem Tal gibt es einen starken Aufwind. Die Oni-Krieger nutzen sie, um hier unsere Bogenkünste zu trainieren. Diese Aufwinde sind so stark, dass schon auch reicht, ein Tuch über seinen Kopf zu halten, um abzuheben. Dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich bei so einer Orni-Prüfung schlägst. Bleib in der Luft und zerstöre in 3 Minuten mit deinen Fallen 5 von den Zielen diesen. Nichts lieber als das. Dann los. Den Sound, der er gemacht hat. Ja, easy, oder nicht? 3 Minuten, 5 Ziele? Pfeile? Ziele? Oh, es geht los. Yay! Nicht schlecht. Das ist halt mega easy tatsächlich. Weiter so. Das macht tatsächlich ziemlich viel Spaß.
So geht's. Ich soll 5 nur zerstören? Wollt ihr mich verarschen? Wow. Wow. In 3 Minuten. 30 Minuten hätten, 30 Sekunden hätten gereicht. Du bist ein Meister mit dem Bogen. Es kam mir vor, als hättest du die Zeit kurz stillgestanden, als du geschossen hast. Ja. Scheint, als müsste ich mich bei dir entschuldigen, Link. Ich habe dich wohl falsch eingeschätzt. So wie du mit dem Bogen umgehst, musst du wohl schon schwere Kämpfe überstanden haben. Hält sich in Grenzen. Tatsächlich laufe ich sehr viel weg. Keine falsche Bescheidenheit, ich kann es dir doch ansehen. Link, ich muss dir sagen, du hast mich beeindruckt. Wow, für so eine Mini-Kackaufgabe habe ich den Typen beeindruckt, wow. Ich habe eine Bitte an dich, stell dich mir du gemeinsam mit mir, greif deine Geschütze mit aller Macht an. Noch etwas? In dieser Truhe findest du einen Bogen, den ich persönlich abgestimmt habe. Nimm ihn. Sag Bescheid, sobald du bereit bist. Okay. Dann werfe ich den mal weg. Falkenbogen. Okay. Hatte ich schon mal. Also, ich habe keine Bombenpfeile, ne? Kriege ich welche von dir? Die Zeit ist gekommen, den Titan war Meadow aufzuhalten. Mit normalen Pfeilen kannst du nichts machen. Zerstöre sie mit Bombenpfeile. Hier hast du ein paar Bombenpfeile. Aber das ist eine einmalige Sache, denn die sind nicht billig. 20. Alter, ich glaube 5 von denen kosten 200 Rubine. Der Typ hat Cash. Außerdem ist es da oben kalt, wirklich kalt. Ohne entsprechende Vorbereitung kommst du nicht weit. Hast du die Schutzkleidung oder geeignetes Nahrungsmittel dabei? Ja, habe ich doch jetzt gerade, oder? Oder ist es noch kälter als sonst? Ich bin bereit. Gut. Lass mich noch ein paar Fragen stellen. Warum nimmst du das alles auf dich? Um Zelda zu retten. Zelda? Die Prinzessin vom Schloss Hyrule, der unser Recke-Revier vor 100 Jahren diente, hieß genauso. Ich weiß nicht, was für eine Verbindung zwischen dir und Mamedo besteht, aber egal, wir beide werden Meadow zusammen besiegen, habe ich recht? Wow, und der sagt, dass der Häuptling von denen, die schnell vertraut, Fremden sehr schnell vertraut. Dann sollten wir so lange aufbrechen, steig auf. Oh, cool, ich darf den freiten. Ja, geil. Hoffentlich erfriere ich nicht. Oh, scheiße. Hoffentlich erfriere ich nicht. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's ein Minispiel bestimmt. Minispiel Geschütze abschießen. Da habe ich schon Bock drauf. Oh, von oben sieht der richtig cool aus. Da wären wir. Muss schon sagen, so hoch oben wird sogar mir kalt. Hoffentlich krepiere ich nicht an Kälte. So, das hier ist war Meadow. Alter, lol. Der hat ein Schutzschild. Verflucht doch mal, diese Barriere ist ein echtes Problem. Was ist los mit dir? Kriegst du vor Angst kein Wort raus? Ich kann nicht sprechen. Na gut, gehen wir den Plan durch. Siehst du die Geschütze? Ich werde ihr Feuer auf mich ziehen. Während sie sich auf mich konzentrieren, kannst du sie mit Bombenpfeilen zerstören. Soweit alles klar. Ja, warte, aber wir sind doch zu zweit hier oben, oder nicht? Falls du dich zurückziehen willst, gleite mit dem Tuch in den Aufwinden zu mir. Dann kann ich dich aufsammeln. Mach dir gar nicht erst die Mühe, auf etwas zu schießen, das von der Barriere geschützt wird. Bleib dir am besten fern. Und auch wenn ich dir das schon mehrfach gesagt habe, du brauchst unbedingt etwas gegen die Kälte. Scheiße. Ich habe nichts gegen die Kälte, glaube ich. Los! Los geht's! Ist mir kalt? Vorsicht! Oh oh. Kann ich die nicht treffen? Ah, guck mal. Ja, kaputt, gell? Und jetzt zu den anderen. Alles cool. Wenn ich falle, kann er mich nicht treffen. Alter, die Aufwinde sind ja richtig krank. Man kann einfach unendlich in der Luft bleiben. Ist ein bisschen easy, den auszuweichen. Dagegen seid ihr gestorben, ihr seid ganz schöne Noobs. Alter, das war mega knapp. Und zack. Kabum. So wird's gemacht. So wird's gemacht. 4 Stück hat er, gell? So, ich muss den anderen. Das dauert ein bisschen, aber ist in Ordnung, weil ich... Guck mal, die Kälte reicht tatsächlich aus. Ganz knapp. Die Hosen, Alter. Das sind die Hosen. Bleibt alles schön kühl. Okay.
Ja. Jetzt wird's gefährlich. Kann ich eigentlich in der Luft in der Theorie auch essen? Ich glaube schon. Richtig geil. Erstmal in der Luft so einen richtig geilen Fleischspieß sich gönnen. Mega nice. Nimm das. Nimm das. So. Nur noch eins. Nur noch eins. Ist ein bisschen bescheuert, weil man sich so langsam bewegt nur. Ich frage mich, was passiert, wenn ich die Barriere berühre. Wahrscheinlich bekomme ich dann einfach richtig krass Damage oder so. Na, richtig krass ist so eine Sache. Wahrscheinlich kriege ich einfach nur Damage. So. So, und das war's. Ich falle. Okay. Und die Barriere ist kaputt. Woher macht er diese Geräusche? Warum macht er überhaupt diese Geräusche? Er ist kein echter Vogel. Wir haben es geschafft. Ja. Die Barriere ist Geschichte. Das war nicht so schwer wie das bei den Soras. Beim Elefanten. Oh, da wird der Bossfight sein auf ihm. Das ist ja wie bei der Echse. Auf ihm drauf einfach. Aber vorher muss ich wahrscheinlich wieder Rätsel machen. Die Tempel wiederholen sich tatsächlich auch ziemlich krass. Ich meine, die sind natürlich sehr unique. Ja, was ist los? Hä? Warum? Oh, er ist getroffen! Sieht so aus, als hätte ich was abgekriegt. Ganz schöner Noob, Alter. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Mach dir keine Sorgen. Es ist nichts Schlimmes. Bla bla bla. Und du solltest dir jetzt Medo vorknöpfen. Der Fremde. Instant. Du schaffst das. Oh Mann, Alter, der ist halt sympathischer als dieser rote Typ von den Soras. Du schaffst das. Ist aber auch so geil, wie schnell er mir vertraut hat. Alter, du kannst in unter 3 Minuten 5 Ziele treffen. Was hammer easy ist. Jedes Grundschulkind hinbekommen hätte, jedes Kindergartenkind hinbekommen hätte. Ich vertraue dir. Lass uns ihn angreifen zusammen. Diese 4 Dinger da kaputt machen, ey. Bei sowas war es halt noch realistisch. Das war halt schwer. Also es war halt schon eine Herausforderung, auf denen da zu reiten oder zu surfen, währenddessen man mit diesen Eisblöcken abknallt wird. Das konnte halt ich nur wirklich machen, weil ich ja der Einzige bin, der dieses Ding benutzen kann, womit man die Eisblöcke kaputt machen kann. Das Eisblock-Counter-Ding. Eisblock-Modul. Ein alter Bekannter. Ha, du bist krepiert. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Tja, weil du so Spasti warst, komme ich als letztes zu dir. Das stimmt gar nicht. Ich bin gar nicht... Du bist hier, um Medo Ganons Klauen zu entreißen, oder? Ja, und ein bisschen zu chillen. Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, ja, wie immer. Die den Aufbau des Titanen zeigt. Okay, Mama. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Wahrscheinlich. Oh, mehr war es nicht. Ich dachte, er redet noch ein bisschen. Ja. Hier ist es mega kalt. Bei den Feuerdingen war es mega heiß. Macht Sinn. Wie schlecht diese Truhe beschützt ist. Oh, die... Alter, jetzt habe ich... Die restlichen Pfeile habe ich noch umsonst bekommen? Nice. Hä? Zack. Oh, ein Saphir. Cool. Bringt Cash. Okay, also. Jetzt sind wir hoch in der Luft, über die Lüfte. Oh Gott. Oh, sorry. Ich hoffe, das hat man nicht so gehört in der Aufnahme. Alter, da muss ich mal niesen. Jetzt sind wir oben, ganz weit oben, über Hyrule. Wir müssen mal die Aussicht genießen. Wir bewegen uns überhaupt noch, ne? Kann ich einfach runterspringen? Das wäre richtig nice irgendwie. Ich glaube schon, dass es geht, oder? Müssen wir auf jeden Fall mal machen nachher. Einfach runterspringen. Wäre schon geil. Wir bewegen uns tatsächlich. Wo ist das Schloss? Oh, ich kann auf diesen Typen nicht klettern. Mal wieder typisch. Auf diesen Typen.
Wo ist denn das Schloss? Ich will das Schloss sehen. Boah, der Berg da eben oben ist sogar noch höher als wir. Alter Schwede. Also es sieht auf jeden Fall aus, als wäre er höher als wir. Ah, da ist das Dorf. Und wir umkreisen eigentlich nur das Dorf die ganze Zeit, ne? Aber warum sehe ich denn... Ist das komplett die andere Richtung? Das ist jetzt gegenüber, oder nicht? Da ist die Gerudo-Wüste, denke ich mal. Da irgendwo. Wo ist denn der Todesberg? Das ist alles auf der anderen Seite. Also das sieht man hier nicht. Man muss nach vorne, tatsächlich. Um das wirklich zu sehen. Oh, tatsächlich ändert die Folge sich? Die Folge begibt sich langsam zum Ende hin. Das ist das, was ich, glaube ich, sagen wollte. Ich glaube, das war das, was ich sagen wollte. Oh, cool. Luft. Oh, das ist nice. Wir können ganz nach oben. Dann will ich hier wenigstens einmal noch kurz die Aussicht genießen. Ich meine, das Ding kann ich natürlich nicht da berühren. Das ist der Todesberg. Oder? Da ist er doch. Da ist Laser. Firing my Laser. Oh, da ist Hyrule. Ja, geil. Also von hier werden wir es noch abknallen und wahrscheinlich von der Gerudo-Wüste, die da hinten ist. Oder ist die da hinten? Ich glaube, die ist da. Das ist die Gerudo-Wüste. Ich glaube, ich habe es gerade sogar selber nochmal gesagt. Ha. Naja. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir den Tempel. Ich weiß nicht, ob wir den komplett schaffen in der nächsten Folge. Wahrscheinlich nicht, wenn ich mich wieder so dumm anstelle. Auf jeden Fall werden wir in den nächsten zwei Folgen wahrscheinlich einen Boss dann fighten. Also innerhalb der nächsten zwei Folgen, entweder in der nächsten oder in der übernächsten, den Boss von dem Dungeon hier. Hier hat man eine schöne Aussicht. Also, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.